Hallo und herzlich willkommen zu der 21. Folge Pokémon Schwarz. Und ja, Dankeschön für die letzten Resonanzen auf das Video. Und auch liebe Grüße an Flinks. Dankeschön, dass du auch so aktiv dabei bist. Und ihr könnt auch gerne auf meinen Discord-Server kommen, denn dort schreiben wir alle zusammen. Da könnt ihr auch drauf joinen, oberster Link in der Beschreibung. Und dann können wir da zusammen spielen, schreiben. Und weiter geht's. Wir haben die Pokémon zusammen aufgeladen. Und werden jetzt weitergehen und schauen, was wir hier in diesem Bereich finden. Das ist der Hain der Täuschung. Mal schauen, was das hier für ein Bereich ist. Einen Riesenpilz haben wir gefunden. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Da oben kann man irgendwie auch hoch. In unserer Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Weltvorstellungen. Was die einen verabscheuen, kann für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Wertvorstellungen machen meiner Meinung nach den Reichtum unserer Welt aus. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders darüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stille und Einsamkeit. Okay, dann schauen wir uns den Wohnwagen doch mal direkt an. Okay, sie sagt einfach gar nichts. Perfekt. Ja, das war das Einzige, was man hier finden kann. Der Hain der Täuschung. Alles klar. Gut, haben wir das auch erkundet. Und gehen dann jetzt weiter, wieder zurück zur Route. Der Zerschneiderbaum ist auch wieder da. Und dann gehen wir zurück zur Stadt. Nochmal Molly Morba. Können wir flüchten. Und gehen zurück weiter in die Stadt. Hier haben wir ja auch alles erkundet. Alle Gegner besiegt. Und dann geht's weiter. In Rayono City. Mal schauen, was dann hier jetzt so als nächstes kommt. Ja, dann reden wir mal mit Belle und schauen uns das Musiktheater an. Ah, Daniel, die Sache mit dem Musical geht dir nicht mehr aus dem Kopf, was? Lass uns schnell reingehen. Jetzt sind wir im Musiktheater. Und der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut. Wirklich willkommen in meinem Musiktheater. Also ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Dekospaß. Probiert es doch mal gleich aus, ja? Hierzu braucht ihr natürlich eine Dekobox. Hier, bitteschön. Jetzt erhalten wir wahrscheinlich die Dekobox. Ja, haben wir die Dekobox erhalten, sehr schön. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Nehmen wir mal erstmal Verkokel. Als bestes Pokémon. Und dann können wir das irgendwie hier... Okay. Wie funktioniert das jetzt? Ah, so funktioniert das, alles klar. Kannst ja auch hier auswählen, sehr gut. Würde ich sagen, ziehen wir dem erstmal das hier auf und die Brille ziehen wir dem noch auf und einen Regenschirm. So, perfekt. Okay, perfekt. Haben wir das auch hinbekommen? Gerade mal ein kurzer Fail zwischendurch. Bravissimo, ihr beide habt wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr hier bald bei meinem Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Okay, dann können wir mal schauen, ob wir hier irgendwie auch kurz mitmachen können. Ich habe mich entschieden. Ich mache mal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später. So, jetzt gibt es hier die verschiedenen Pokémon, die wir uns angucken können. Alles klar, danke dafür. Was hat sie hier noch zu sagen? Machst du deine Sache bei Musik gut, kann es sein, dass du bald Fans hast, die dir Dekoartikel schenken. Ich habe leider nichts dergleichen dabei, aber will dir trotzdem das hier geben.
TM49 Widerhall. Die Attacke Widerhall wird immer stärker, solange sie Runde für Runde zum Einsatz kommt. Das macht sich Teamwork bezahlt. Sehr gut, alles klar. Ja, das Musical-Theater hier ist jetzt, glaube ich, nicht so meins. Deswegen schauen wir hier einmal kurz, was die Leute uns vielleicht geben können. Und dann gehen wir auch mal direkt weiter. Was hat er noch? Muss unbedingt mitmachen. Alles klar. Und was hat er hier? Hier geht es zu den Zuschauerringen. Aber dich zieht er es eher ins Rampenlicht, habe ich recht? Okay, da kommen wir nicht rein. Und die hier, also ich will nicht prallen, aber das Geschenk. Alles klar. Gut, dann haben wir auch das Musical-Theater uns angeschaut und weiter geht's. Und da steht Bell. Papa, was machst du denn hier? Na was so, ich bin hier, um dich mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen, aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause, ich will mit Daniel und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nichts da, jede Reise ist einmal zu Ende. Aber ich bin nicht wie du. Und wer kommt jetzt? Ah, da kommt die. Was ist das? Ich bin hier, ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch anderer Meinung. Und manchmal können einen die Meinung anderer ziemlich verletzen. So ist es. Genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Bell. Ist ja nicht allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team dabei. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Okay, du bist der Beste. Und zusammen mit dem Pokémon bin ich auch schon stärker geworden. Du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Ja, die Arenaleiterin hat alles super gegeben. Daher, passt bitte gut auf Bell auf. Ja, da kam kurz der Vater von Bell noch rein. Da bin ich mal gespannt. Ganz bestimmt war es früher ebenfalls ein Trainer auf und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderungen eure Reise mit sich bringt. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Arena-Leiterin drauf ist. Und dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Mit dem Vater von Bell. Oh, was ist das denn hier? Sportler legen vor allem Wert auf deine gut Zusammenspiel mit ihrem Pokémon. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle, dann siehst du, was ich meine. Gehen wir erstmal hier rein. Ich glaube, hier können wir sogar täglich kämpfen. Ich trainiere meine Pokémon so, dass sie wie die meiner Lieblingssportler werden. Sehr cool. Hallo? Schon, er ist Baseballer. Und er gibt mir auch nichts. Okay, ja, da können wir wahrscheinlich reinlaufen. Hier oben können wir auch reinlaufen. Also hier oben geht es wahrscheinlich dann zu den Rängen, genau. Wir laufen jetzt hier erstmal ab und schauen, ob die Leute uns hier was Items geben. Hier ist aber nichts. Und dann gehen wir mal auf das Feld und schauen uns an, ob die hier was geben. So, fliegen wir erstmal hoch. Und sind jetzt auf dem Feld. Und da haben wir auf jeden Fall Kämpfe. Dann schauen wir uns mal an, ob sie uns jetzt hier helfen können, unsere Pokémon zu leveln. Also, er hat einen Grillmark dabei. Level 23. Okay, das ist sogar perfekt. Damit können wir wirklich unsere Pokémon hochleveln. Gehen wir auf Schallquap über. Der kann nämlich damit Wasser besser kämpfen. Ja, Funkenflug macht Schallquap gar nichts aus. Blubstrahl. Biss, alles klar. Ah, das ist sehr gut. Und Initiativewert wird sogar noch gesenkt. Dann sollten wir es sogar vielleicht zuerst angreifen können. Genau. Und Grillmarkt wurde besiegt. Sehr gut. Kommt hier da ein bisschen Erfahrungspunkte. Ein Vegimark kommt jetzt.
setzen wir mal Navitaub ein. Der kann nämlich auch gut gegen Pflanzen-Pokémon kämpfen. Dann sollte Navitaub sogar auch schon Level 22 gehen. Windschnitt wird eingesetzt. Ja, ist sogar ein Two-Hit-Kill. Aber durch Egelsamen jetzt leider nicht mehr. Vielleicht haben wir sogar einen Volltreffer. Das könnte ja durch die Scope-Linse ja sogar passieren. Sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ah, diesmal nicht. Aber noch einmal Windschnitt. Und dann war es das auch mit Legimak. Ja, Windschnitt ist drin. Legimak wurde besiegt. Und Level 22 für Navitau. Und jetzt kommt noch ein Sodamak. Da können wir dann einfach Vegimak kämpfen lassen. Der ist ja dann auch gut gegen Wasser. Da hat er ja seine Rankenhieb-Attacke. Ist ja auch eine gute Attacke. Genau so, perfekt. Ja, und dann noch einmal Rankenhieb. Und dann haben wir den ersten Gegner auch besiegt. 2300 Pokédollar haben wir bekommen. Laufen wir hier das Feld mal entlang. Boah, ist das Feld groß. Das ist echt ein Riesenfeld. Gehen wir zu dem hier. Mal schauen, ob er gegen uns kämpfen will. Okay, er kämpft nicht gegen uns. Der kämpft auch nicht gegen uns. Ist das jetzt der Einzige, der gegen uns kämpfen wollte? Das wäre natürlich jetzt nicht so cool. Ich habe gedacht, wir können gegen alle hier kämpfen. Ne, er wahrscheinlich auch nicht. Nö. Nö, er auch nicht. Aber das Feld ist ja schon echt riesig. Muss man einfach mal so sagen. Ne, Fahrrad können wir ja auch nicht benutzen. Ne. Ja. Ich würde sagen, dass keiner mehr irgendwas zu geben hat. Dann haben wir die Arena hier auch abgearbeitet. Und gehen hier wieder raus und gehen in die nächste Arena. Haben wir das schon mal geschafft? Vielleicht hat sie noch was zu geben. Auf Route 5. All die Straßenkünstler auf Route 5. Wenn ich sehe, was für einen Spaß die Trainer mit ihren Pokémon haben, bekomme ich einen richtigen Energieschub. Auf Route 5 müssen wir auch noch gehen. Stimmt, da haben wir auch noch was. Mal schauen, was das hier jetzt hier für ein Sporttraining hier ist. Wahrscheinlich Basketball. Basketball sollte das sein. Ja, auf dem Platz, wir erwarten Pokémon auf dich. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt hier in das Stadion rein und kämpfen gegen ihn hier. Da haben wir nämlich dann, glaube ich, immer einen Kampf pro Arena. Gegen ein Rollum. Alles klar, haben wir einen Rollum. Level 25. Machen wir mal einen Windschnitt. Das ist sogar sehr effektiv. Eisenabwehr für Rollum. Haben wir nochmal Windschnitt? Vielleicht jetzt mal ein Volltreffer? Nein, kein Volltreffer. Giftschweif ist eine starke Attacke. Aber es hat noch nicht gereicht. Jetzt vielleicht. Du hast eine Scope-Linse. Das musst du denken. Ja, endlich mal ein Volltreffer. Das Navitaub einfach mal selbst gemacht. Garnovil geht Level 23. Also ich finde es gut, dass wir einen EP-Teil haben. Und hier, die haben wahrscheinlich jetzt auch nichts, ne? Die kämpfen auch nicht. Nö, die haben immer nur was zu sagen. Aber ansonsten auch nichts. Ja, dann haben wir, glaube ich, Rayonus City jetzt komplett schon abgearbeitet, bis auf den U-Bahn-Tunnel. Den wollte ich ja in einer eigenen Folge bearbeiten. Den Rayono-Tunnel. Und hier waren wir auch schon überall. Dann gehen wir einmal kurz hier und laden nochmal unsere Pokémon auf. Und dann gehen wir weiter einmal auf Route 5.
Und danach geht's in die Pokémon Arena. Dann sollten wir heute sogar, glaube ich, schon die Arena fertig bekommen. Ne, ich muss doch mal ein paar Tränke und so mit. Vielleicht sogar noch ein paar Beleber, wenn wir die das haben. Und dann war's das, glaube ich, auch schon. Kaufen. Nehmen wir uns einen Hypertrank direkt mit. Nehmen wir uns davon mal 15 Stück mit. Wir haben ja jetzt genug Geld eigentlich. Haben wir das bekommen? Ja, und dann nochmal ein Beleber. Nehmen wir uns davon auch nochmal. Nein. Ich möchte 10 Beleber haben. Schön, das sind ja auch nur 15.000 Pokédollar. Davon jetzt haben wir jetzt noch 39.000. Und ab geht's zu Route 5. Da haben wir noch Trainer, mit denen wir trainieren können. Das freut mich auch schon mal. So, weiter geht's. Ich frage mich gerade, wer schreibt eigentlich diese Nachrichten auf den Leuchtschriftentafeln? Maria City. Das ist ja Maria City. Vom Meereswind angetriebene Segelschiffe. Okay. Anscheinend scheint Maria... Also erstmal müssen wir jetzt über die Maria-Zugbrücke. Und dann ist Maria City die nächste Stadt, wo wir rein müssen. Alles klar. Gut. Und das hier ist Route 5. Route 5 haben wir nun hier. Hier geht's entlang, kann ich an allen vorbeilaufen. Und haben direkt ein Item. Einen Hypertrank haben wir gefunden. Gut. Nehmen wir direkt natürlich wieder das Fahrrad, um schnell zurückzufahren. Und hier oben geht's lang. Laufen wir jetzt hier lang. Und haben direkt einen Pokémon-Kampf. Siehst du diese riesige Tasche? Was glaubst du wohl, was da drin ist? Das weiß ich nicht. Das müssen wir uns noch angucken. Ein Somniarm ist da drin. Brauchen wir jetzt Käfer, Geist und Unlicht. Und kein Navitaub. Navitaub ist nicht so gut. Ich würde sagen, wir nehmen mal unser Verkokel einmal. Und lassen das Somniarm einmal beenden. Weil Somniarm ist wirklich ja, ein Pokémon, wogegen wir noch nicht so viel haben. Machen wir mal Nitro-Lado. Wir haben ja auch Holzkohle drin. Das heißt, Feuerattacken sind sowieso nochmal stärker. Ja, und das war's auch schon mit Somniarm. Danke für deinen starken Kampf. 72 bekommt er nur, Verkokel nur noch. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Holen wir uns den Superball auch noch ab. Und schauen, was für Pokémon gibt's denn hier eigentlich? Wieder Molimorba, also wahrscheinlich genau die gleichen wie auf der anderen Seite. Dann haben wir aber schon drei Brücken, haben wir jetzt schon gesehen. Also drei Brücken im Sinne von, wir haben eine schon überlaufen und eine haben wir, und zwei Stück haben wir schon so gesehen, also standen davor. Ja, Schnüffler, ist wieder die Scorblinse, Flucht. Sollen wir Schutz reinmachen? Haben wir Schutz zum, hoffentlich haben wir Schutz drin. Ich glaube, wir haben nicht mal Schutz. Ne, wir haben keinen Schutz. Das wäre das nächste, was wir holen sollten. Ja, gut. Gegen den können wir noch kämpfen. Danach gehen wir einmal da oben den Weg entlang und holen uns das Item. Ein Mebrana. Mebrana ist die Weiterentwicklung von Schallquap. Ja, brauchen wir ein Pflanzen-Pokémon. Ist Level 23. Warum hat sich mein Schallquap da noch nicht weiterentwickelt? Los geht's. Vegimak, du kannst ihn doch gut beenden. Blubstrahl. Macht natürlich nicht so viel Sinn gegen ein Pflanzen-Pokémon. Und los geht's mit Rankenhieb. Lehmschuss, alles klar. Ist auch nicht sehr effektiv. Zack, nice. Schön, das war sehr effektiv. Nochmal Rankenhieb. Ja, das sollte es für Mebrana gewesen sein. Das ist ja wieder nicht sehr effektiv. Und weg mit dir. Mebrana wurde besiegt. Und wir halten gut Erfahrungspunkte. 552 Pokédollar. Und hier geht's zu einem Beleber. Okay. Wir haben noch einen weiteren Beleber bekommen. Da oben geht es auch noch zu einem Pokéball. Haben noch
Zink bekommen. Was kann man mit Zink machen? Ich muss ja in die Medizintasche gucken. Ist das hier die Medizin? Da, Zink. Ein gehaltvolles Getränk, das die Spezialfähigkeit eines Pokémon dauerhaft erhöht. Damit müssen wir auch noch schauen, ob wir da was Gutes finden können. Zwei Molimorbites wahrscheinlich. Ne, ein Unratütox und eine Kleopatra. Da gehen wir aber direkt auf Flucht. Flüchten. Ja, und springen dann hier runter. Und sind an der Marea-Zugbrücke. Die Zugbrücke ist jetzt hochgezogen, damit ein paar Schiffe passieren können. Du kannst sie jetzt also leider nicht überqueren. Frag doch mal den Arena-Leiter von Marea City, ob... Nein, lieber nicht. Aber die Arena-Leiterin von Rayona City kann vielleicht helfen. Okay. Okay, das hat er gerade schon gesagt. Das heißt, wir müssen erst den Arena-Kampf beenden. Hey Trainer, erlaub mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Eine Herausforderung von Künstler Ignaz, ein Symbolarer. Da können wir gut Elektro-Eis und Gesteinsattacken machen. Kann denn hier... Nein, das sieht nicht gut aus, aber... Wir können mal Galapafloss kämpfen lassen. Weil Galapafloss kann sogar, meiner Meinung nach, sogar bald auch Eis attacken. Oh, wehrt sogar direkt die Attacke ab. Machen wir mal erstmal Knirscher. Ist das gut? Einfach mal Knirscher rein. Das ist eine starke Attacke. Ja, doppelt aggressiv. Sogar ein Volltreffer. Das war's mit Symbolara. Und Ganovi geht Level 24. Und Navitaub geht Level 23. Scanner brauchen wir auch jetzt nicht erlernen. Und das war's schon. Erster Kampf, glaube ich, für Galapafloss erstmal sehr gut gemacht. Und der nächste Kampf ist drin. Los geht's. Eine Herausforderung von Tänzer Andro, ein Flampion. Ist ein Feuer-Pokémon. Da können wir gut mal Schallquap kämpfen lassen. Dann bekommt er und Ganovir nochmal gute Erfahrungspunkte. Blubstrahl. Ich finde, Blubstrahl sieht überhaupt nicht stark aus. Also, da muss man sagen, das könnten sie auch ein bisschen stärker, glaube ich, machen können. Ich fände sowas gut wie Hydropumpe oder so. Das macht viel mehr Sinn. Ja, jeder ein bisschen. Noch ein Flampion, da kann Schallquap diesmal alle Erfahrungspunkte so abholen. Nochmal Blubstrahl. Schön. Ja, das war's dann auch mit dem Kampf. Wenn jetzt Schallquap wieder angreifen kann, kann es. Das war's jetzt auch mit Flampion. Schön. Tänzer besiegt. 704 Pokédollar. Und der nächste Kampf. Straßenkünstler sind eine der Attraktionen auf Route 5. Pokémon-Straßenkünstler haben es total drauf. Jemanden ein Lächeln ins Gesicht zu verzaubern, ist ein großer Verdienst. Schon deshalb sind Pokémon toll, sie bringen dich stets zum Lachen. Und jetzt kämpfen wir nochmal gegen die Gitarristin. Musiker Felix. Das ist dann doch eher eine Frau, eigentlich, finde ich. So, Navitaub. Das ist jetzt ein Elektro-Pokémon. Gegen Elektro ist Boden gut. Das heißt, wir lassen mal Ganovir kämpfen. Denn wir müssen wahrscheinlich gegen Elezeba in der Arena kämpfen. Das heißt, wir machen mal Schaufler. Ja, Schaufler sollte doch eigentlich gut sein. Ja, treff mal, das ist gut. Ja, boah, das ist sehr stark. Direkt weg. Hochmut. Das heißt, Ganovir bekommt nochmal Angriff dazu. Und noch ein Elezeba. Da können wir Ganovir jetzt sogar alle EP mal lassen. Nochmal Schaufler. Ja, das bringt alles nichts. Auch ein One-Hit wahrscheinlich. Zack. Tschüss, Elezeba. Nochmal Hochmut. Das heißt, Angriff wird nochmal gesteigert.
und Spieler Felix wurde besiegt. Eine E-Gitarre in meine Deko-Box haben wir bekommen. Sehr gut. Dankeschön dafür. Gegen den will ich nochmal kämpfen. Dann zeig mir mal die Techniken, die du gelernt hast. Ein Rollum. Können wir wieder gut Windschnitt einsetzen von Fasas, von Navitau. Windschnitt. Ja, sogar ein Volltreffer, sehr gut. Rollum wurde besiegt. Level 25er Ganoville. Angeberei. Nee. Angeberei ist jetzt keine gute Attacke, die wir erlernen müssen. Noch ein Rollum. Können wir wieder einen Windschnitt einsetzen? Ah, diesmal war es aber kein Volltreffer. Das hat man direkt gesehen. Nochmal ein Windschnitt. Sehr gut. Das war's auch mit Rollum. Und der nächste Kaspar wurde besiegt. 704 Pokédollar. Und der letzte Kampf gegen die Köchin oder Bäckerin für heute. Eine Herausforderung von Bäckerin Else. Ein Grillmack. Wahrscheinlich hat sie jetzt auch wieder einen Grillmack, einen Vegimack und einen Sodamack. Das bedeutet, für Grillmack haben wir Schallquapp. Die wir ja im Kampf setzen können. Oh, Gähner. Gähner ist eine gute Attacke. Das heißt, wir müssen schnell mit Blubstrahl eingreifen. Ja, oh nein. Ah, jetzt ausgerechnet schläft Schallquapp ein. Machen wir Kanon. Ja, das ist jetzt mies. Ist im großen, im roten Bereich und können nicht angreifen. Ist sehr effektiv. Nochmal Kanon. Und danach setzen wir dann Blubstrahl ein und dann sollte es, glaube ich, klappen. Ja, setzen wir jetzt Blubstrahl ein. Na, schläft immer noch. Kratzfurie ist eine starke Attacke. Das könnte... Ne, zweimal getroffen, reicht wieder nicht. Und jetzt aufwachen. Und wacht auf. Zwei Attacken. Sehr gut. Grillmark wurde besiegt. Das war's dann auch. Mit ihm. Vegimack, genau. Damit habe ich gerechnet. Setzen wir Navitaub ein. Navitaub ist nämlich auch gut gegen Pflanze. Und Käfer mit Flug. Da können wir dann einmal direkt Windschnitt einsetzen. Das war es dann auch gut mit Vegimack. Rankenhieb bringt nicht so viel. Weg mit Vegimack. Gut. Und noch ein Sodamack zum Schluss, so wie immer. Das können wir ja, mit Vegimack lösen. Ansonsten haben wir ja kein anderes Pokémon wirklich. Rankenhieb. Sehr schön. Ein Two-Hit-Kill. Genau. Der kann Aquaknarre. Und ich noch nicht. Das geht ja gar nicht. Haben wir Rankenhieb. Sehr gut. Zack, zack. Kampf beendet. Okay, so, das sollte es jetzt, glaube ich, mit dieser Folge gewesen sein. Hallo, ich bin nur eine einfache Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten. Schniff, schniff, also irgendwas in deinem Beutel riecht aber sehr gut. Kann ich dir vielleicht was genau in deinem Beutel so gut riecht? Wahrscheinlich ein paar Beeren, ne? Geben wir ihr eine Maronbeere. Oh, wow, was für ein Duft. Das ist tatsächlich die seltene Zutat Maronbeere, oh mein Gott. Ja, dann, ne? Kann ich dir das verkaufen, wenn du das unbedingt willst? Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Die muss ich jetzt auch direkt hochladen, damit ihr das auch noch zu sehen bekommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.